15. Januar 1990. Heinz Meier ist dabei, als in Ost-Berlin die Stasi-Zentrale gestürmt wird. Es ging natürlich der Gedanke, was ist jetzt, wenn auf einmal die Lichter angehen und die Maschinengewehre fangen an zu tackern und mähen uns alle weg. Die Stasi war lange allmächtig. Viele fürchten sie noch immer. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers. Für ihre Generäle gehört Täuschung zum Geschäft. Auch an diesem Tag. Und es ist etliches gelungen in dieser Richtung, wo man heute sagt, wir haben sie übertölpelt. An diesem 15. Januar hat André Ohmen einen abenteuerlichen Plan. Christian Halbrock war in Stasi-Haft. Jetzt will er die verhasste Staatssicherheit fallen sehen. Mitten im Chaos versucht Hans Modrow, Ministerpräsident der DDR, einen Geheimdienst am Leben zu halten. An diesem 15. Januar läuft Ingrid Ohmen staunend durch die Stasi-Zentrale. Andererseits habe ich gedacht, ich bin jetzt hier mitten in der Zentrale und mal sehen, ob sie mir was tun oder nicht. Montag, 15. Januar 1990. Wurde die Führung der Stasi wirklich von den dramatischen Ereignissen überrascht? Wer öffnete das verschlossene Tor der Stasi-Zentrale? Waren auch westliche Geheimdienste daran beteiligt? Was geschah an diesem Tag? An diesem 15. Januar steht André Ohmen gegen 5 Uhr morgens auf. Er ist Ingenieur beim Energiekombinat Berlin. Es sind unruhige Zeiten, auch für ihn. Die Mauer war geöffnet, aber die meisten konnten sich jetzt noch nicht vorstellen, wie geht's denn jetzt nun eigentlich weiter. Irgendwie hatte ich und viele andere sicherlich auch so den Eindruck, also jetzt haben wir uns irgendwie festgefahren. Wie wird's jetzt? Wie geht's weiter? Seit dem Herbst 1989 ist die Mauer zwischen beiden deutschen Staaten geöffnet. Die DDR existiert noch. Viele sind von der neuen Freiheit begeistert, aber sie fragen sich, was die Zukunft bringen wird. André Ohmen will an diesem Tag an einer gefährlichen Demonstration teilnehmen. Schon vor Tagen hat er durch ein Flugblatt davon erfahren. Man war halt nicht mehr so ein, wie soll ich sagen, so normaler Bürger, wie man es vorher war. Also viele Leute und ich auch, wir waren halt bereit, auch ein gewisses Risiko einzugehen. An diesem Morgen des 15. Januar bereitet sich in Ost-Berlin auch Ohmens Kollegin Ingrid auf einen langen Arbeitstag vor. Ihr geht vieles durch den Kopf. Ich war so Mitte 30, Anfang Mitte 30 und kleine Kinder und alles war im Aufruhr. Das kann man sich nicht vorstellen. Andererseits musste man einfach weiter funktionieren. Sie sieht noch kurz nach ihren Kindern, die später zur Krippe gebracht werden. Von der Demonstration an diesem Tag weiß sie nichts. Noch fürchtet sie die Macht der Stasi, die jahrzehntelang alles und jeden beobachtet hat. Die Situation war schon beängstigend. Also ich konnte mir schwer vorstellen, dass die so diktatorisch und militärisch ausgelegte Staat einfach sich das gefallen lässt. Als ich 17 war, da kam schon die Stasi in eine Schule und hat über mich Erkundigungen eingeholt und zu meinen Eltern. Und das war, weil ich Kontakt zu dekadenten Studentengruppen hatte. Keine Ahnung, lange Haare und Musik, was weiß ich kann.
Drei operative Mitarbeiter betraten die für die konspirative Durchsuchung eingesetzten Kräfte das Wohnhaus. Der Spezialist. Mit einem gigantischen Überwachungs- und Spitzelapparat ist die Führung der DDR in den Alltag ihrer Bürger eingedrungen. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten. Jeder, der gegen den Staat aufbegehrte oder andere Meinungen vertrat, musste mit Verhaftung rechnen. Um die Festnahme des Revisors möglichst unbeobachtet von Korrespondenten und Diplomaten, insbesondere der BRD und anderen Personen zu realisieren. Am frühen Morgen dieses 15. Januar 1990 verlässt Heinz Busch die DDR. Er ist Offizier der Staatssicherheit. Durch eine geheime Agentenschleuse flüchtet er von Ost- nach West-Berlin. Der Mann von der Stasi will zum Feind überlaufen, dem Geheimdienst im Westen. Sein damaliger Vorgesetzter Werner Grossmann erinnert sich gut an diese Flucht. Wir haben über Tage nicht an einen Verrat geglaubt. Wir hatten eher gedacht, dass er sich möglicherweise etwas angetan hat, aus welchen Gründen auch immer, und haben erst so nach 2, 3 oder 4 Tagen die Gewissheit erhalten, dass er übergelaufen ist, sich uns dem Gegner angeboten hat. Gegen 5.30 Uhr nähert sich Heinz Busch in West-Berlin der örtlichen Zentrale des Verfassungsschutzes. Er will der Gegenseite ein Geschäft vorschlagen. Aber der Stasi-Offizier hat nicht mit den Dienstzeiten westdeutscher Behörden gerechnet. Was wollen Sie denn? Ich muss den Leiter des Verfassungsschutzes sprechen. Ist geschlossen. Was? Ich muss zum Leiter des Verfassungsschutzes. Ja, der kommt auch erst um 8 oder um 9. Oder wann er will. Was uns damals nicht so aufgefallen war, dass er insgesamt aber unzufrieden war. Er meinte immer, dass er nicht genügend gefördert worden ist, dass er hätte befördert werden müssen, dass er mehr Geld hätte bekommen müssen und, und. Das war uns nicht so bewusst geworden. Busch muss warten. Einen Ansprechpartner findet er erst Stunden später. Zur gleichen Zeit ist der katholische Pfarrer Martin Montag aus Thüringen auf dem Weg nach Ost-Berlin. Er will an diesem 15. Januar die Stasi-Zentrale an der Berliner Normannenstraße besetzen. Der eigentliche Knackpunkt ist praktisch gewesen, dass wir dann gesagt haben, das kann nicht angehen, dass die Normannenstraße noch arbeitet. Denn in den Bezirken der DDR hatten aufgebrachte Bürger die Außenstellen der Stasi schon im Dezember 1989 gestürmt. Die überraschten Geheimdienstoffiziere leisteten keinen Widerstand. Bitte nicht, bitte nicht. Wir sind vom Staatsanwalt bevollmächtigt. Wir sind bevollmächtigt worden. Sag ihm das bitte als Leiter der Gruppe 3. Ich muss dazu sagen, Sie müssen davon ausgehen, wir sind trotzdem ein sozialistischer Geheimdienst. Das hat er uns gesagt, der zweite Keller geschossen. Bitte, dann hören Sie bitte her. Martin Montag war daran beteiligt. Er ist fest entschlossen, an diesem regnerischen Tag auch in der Hauptstadt die Kontrolle über die Zentrale der Staatssicherheit zu übernehmen. In Ost-Berlin ist André Ohmen schon gegen 6 Uhr morgens auf dem Weg zur Arbeit. Früher als sonst. An dem Tag musste ich halt ein bisschen früher los, da ich diesen Einkaufswagen im Keller hatte. Und der war voll beladen mit Steinen, mit so einem Kalksandstein. Die hatte ich einen Tag vorher aus dem Garten geholt, aus Karow. André Ohmen will an diesem Tag etwas wagen. Noch 11 Stunden bis zum Sturm auf die Stasi-Zentrale. Gegen 6.30 Uhr lässt sich Hans Modrow, Ministerpräsident der DDR, von seinem engsten Mitarbeiter wie an jedem Tag die ersten Akten vorlegen. Wir saßen jeden Früh zusammen, haben miteinander beraten, welche Entscheidungen sind zu treffen. Harry Möbes, der Staatssekretär, war auch der, der diese Beratung vorbereitete. Harry Möbes, Modrows Büroleiter, ist selbst Stasi-Offizier. Der Ministerpräsident hat lange versucht, den Geheimdienst unter neuem Namen zu erhalten.
An diesem 15. Januar wird er an seine Grenzen stoßen. Er will Probleme lösen, die nicht mehr zu lösen sind. Damals landen alle wichtigen Akten auf dem Tisch von Hans Modrow. Während das sozialistische System zerbricht, will er die DDR zusammenhalten. Wer davon ausgeht, dass der Regierungschef sich in der Zeit vor allem mit Fragen der Staatssicherheit beschäftigt hat, der irrt. Im Frühjahr 1990 ist Modrows DDR am Ende. Seit dem Fall der Mauer stimmt das Volk mit den Füßen ab und verlässt seinen Staat. Die Wiedervereinigung scheint schon greifbar. Die Wirtschaft ist endgültig zusammengebrochen. An diesem 15. Januar 1990 erscheint André Ohmen pünktlich zur Arbeit im Energiekombinat Berlin. Sein Einkaufswagen provoziert spöttische Kommentare. Was ist das denn? Bist du unter die Rentner gegangen? Ich? Nee. Da gab es also eigentlich von jedem irgendeine Bemerkung. Da habe ich dann aber auch schon das halt so ein bisschen ins Lustige gezogen und hab gesagt, ich will heute Nachmittag die Stasi-Zentrale zumauern. Nee, wir mauern heute die Stasi zu. André Ohmen erzählt seinen Kollegen vom Aufruf zur Demonstration, dem er an diesem Tag folgen will. Nicht alle können das verstehen. Haben gesagt, du spinnst doch. Ich habe gesagt, doch, habt ihr das nicht im Fernsehen gehört? Das neue Forum hat zu einer gewaltfreien Aktion aufgerufen. Ich habe gesagt, da mache ich mit. Und komm doch mit, dann gehen wir zusammen. An der Ostberliner Normannenstraße steht die Zentrale der Staatssicherheit. Auf dem Höhepunkt der Macht dienten ihr 91.000 Hauptamtliche und 173.000 inoffizielle Mitarbeiter. Oberst Mühlner Heinz in Abwesenheit. Die Offiziere des Ministeriums für Staatssicherheit glaubten lange, alles müsse in ihrer geheimnisvollen Welt weitergehen wie immer. Am Morgen dieses 15. Januar 1990 erscheint in der Zentrale, wie seit vielen Jahren, Ulrich Weiß zum Dienst. Er und seine Kollegen sprechen an diesem Tag über die bevorstehende Demonstration. Noch sind es 9 Stunden bis zum Sturm auf die Stasi. Ulrich Weiß, Offizier der Hauptverwaltung Aufklärung, arbeitete in der Auslandsspionage. Er erinnert sich gut an den Tag, als die Stasi gestürmt wurde. Er hatte sich dem Ministerium aus Überzeugung verschrieben. Vorher bin ich ja Lehrer geworden, Philosophie habe ich studiert. Für mich war das so Sachen auch eine Selbstverständlichkeit, als mich welche fragten, willst du uns helfen, zu sagen, in einer besonderen Weise die Existenz der DDR zu sichern. Die Arbeit in der Staatssicherheit folgt eisernen Regeln. Alles wird in ungezählten Akten festgehalten. Für die Mitarbeiter ist es Routine, das Aktenstudium über fremde Leben und das Werben neuer Spitzel. Ein Ende war überhaupt nicht vorstellbar. Ich würde eigentlich sagen, für fast keinen vorstellbar. Für sozusagen Freund und Feind, innen und außen, auch nicht vorstellbar. Es hätte aber vorstellbar sein müssen, bei all den Dingen, die ich kannte. Heinz Busch ist am späten Vormittag in München angekommen. Der Westdeutsche Bundesnachrichtendienst hat ihn, der am frühen Morgen aus der DDR geflohen ist, aus Berlin einfliegen lassen. Der Apparat war in Auflösung. Das spürt natürlich jemand, der im Apparat arbeitet, dass das eine Sache ohne Zukunft geworden war.
Heinz Busch ist einer von vielen, die in diesen Tagen ihr geheimes Wissen dem einstigen Feind erzählen. Hinter den Mauern der BND-Zentrale wartet man bereits auf ihn. Es war zwar weiterhin in Beobachtung, weil man wissen wollte, wohin geht die Reise mit diesen Menschen. Außerdem hatte man ein Interesse daran, MFS-Mitarbeiter zu befragen. Nicht zu aktivieren, aber zu befragen. Da bestand ein sehr großes Interesse daran. Auf der gegnerischen Seite in der Stasi-Zentrale in Ost-Berlin hatte die Führung schon vor Monaten beschlossen, die Spuren ihres Überwachungssystems zu verwischen. Sie will möglichst viele ihrer ungezählten Akten verschwinden lassen. Als es im Herbst 1989 sichtbar wurde, dass es Veränderungen in der DDR geben wird und wir nicht sicher waren, in welcher Richtung es insgesamt sich entwickeln wird, haben wir im Oktober, vor allen Dingen im November, dann schon begonnen mit der Aktenvernichtung. Bis zum 15. Januar 1990 haben die Mitarbeiter Akte um Akte geschreddert. Mit Hinweisen auf Agenten, Informanten und illegale Operationen. Die Hauptverwaltung Aufklärung, zuständig für die Auslandsspionage, hat schon 2/3 ihrer Bestände vernichtet. Es blieben also nur diese kleinen Büroschredderer, ja, so eine ganz kleine Apparate, die auch nur die Chefs hatten. Das heißt, es waren auch nicht viel. Da sind wir von einem Raum zum anderen gezogen, haben in der Ecke sozusagen angefangen, ne, die Papiere dort durchzuschreddern. Da bildeten sich Haufen, immer weiter, sind wir weiter weggerückt. Ne. Also bis unter das Dach waren dann wie Stroh. Ne. Und wenn das dann nicht mehr ging, haben wir die Tür zugemacht und gedacht, das wird ja schön, wenn die dann mal die Tür aufmachen. Am Vormittag dieses 15. Januar 1990 besucht der Ministerpräsident der DDR, Hans Modrow, zum ersten Mal den sogenannten Runden Tisch. Hier sprechen Regierungsvertreter, Abgesandte der Stasi und Bürgerrechtler über die Zukunft der DDR und des Geheimdienstes. Es tagte der Runde Tisch, dort saß ich. Danke, Herr Berghofer. Modrow erstattete Bericht und erklärte aber schon zu Beginn, dass er nur eine Stunde Zeit hat, weil das diplomatische Korps auf ihn wartete. Modrow deutet zum ersten Mal die Auflösung der Stasi an. Er weiß nicht, dass er noch an diesem Abend von den Ereignissen überrollt wird. Das Bemühen der SED bestand ja damals darin, die Demonstranten in das Gespräch zu ziehen und von der Straße wieder wegzuholen, den Dampf aus den Kesseln zu lassen. Und aus der Sicht der SED-Führung war der runde Tisch natürlich ein Ventil. Das sahen die Revolutionäre oder deren Vertreter natürlich völlig anders. Und, Ulrike Poppe, die an diesem 15. Januar für die Opposition am runden Tisch teilnimmt, hat ein klares Ziel. Gehen Sie eigentlich als Generalstaat? Das vordergründige Ziel war, endlich diese Diktatur abzuschaffen, eine Demokratie auf den Weg zu bringen und einen Rechtsstaat. Und das war deutlich. Und in diesem Zusammenhang musste natürlich auch die Staatssicherheit abgeschafft werden. Auch Bürgerrechtler Carlo Jordan will der Stasi jetzt ein Ende machen. Entscheidend war, dass Modrow bis zu diesem Zeitpunkt beständig versuchte, den Stadtsicherheitsdienst durch Umbenennung zu erhalten. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Nach seinem kurzen Vortrag verabschiedet sich Modrow. Alles Weitere überlässt er seinen Mitarbeitern. Ich konnte mir zunächst nicht vorstellen, in einem Land zu regieren, wo es kein Sicherheitsorgan gibt. Und man soll mir mal heute erklären, wo es Länder gibt, die keine haben. Modrows eigene Haltung bleibt unklar. Er fährt zurück zum Amtssitz in der Ostberliner Innenstadt. Es sind noch 8 Stunden bis zum Sturm auf die Stasi.
Gegen Mittag ist in der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes der geflohene Stasi-Offizier Heinz Busch bereit auszupacken. Eigentlich sollte er zu dieser Zeit in Ost-Berlin sein und über die Auflösung seines Dienstes diskutieren. Am 15. hätte er am zentralen Rundentisch erscheinen müssen. Er wurde entsprechend vorbereitet durch einen Stellvertreter von mir, was er dort sagen soll oder nicht sagen soll. Er ist nicht dahin gegangen. Als die Sitzung eröffnet wurde, erhielten wir einen Anruf, dass also unser Vertreter nicht erschienen ist, nicht da ist. Und wir konnten uns nicht erklären, was passiert ist. Busch fürchtet, am runden Tisch als Sündenbock verhaftet zu werden. Deshalb hat er sich in den Westen abgesetzt. Von Überläufern wie Heinz Busch gewinnt der westdeutsche Geheimdienst wichtige Informationen, auch über das Innenleben der Stasi-Zentrale in Ost-Berlin. Was ist der Hintergrund von den Personen, mit denen wir jetzt zu tun haben? Sind es Angehörige des KGB gewesen? Waren es informelle Mitarbeiter? In welchem Verhältnis standen sie zu den Geheimdiensten? Das waren die das Geschehen und unsere Anstrengungen bestimmenden Fragen. In West-Berlin beginnt an diesem 15. Januar 1990 Andreas Oehler, ein junger Journalist aus Baden-Württemberg, ein Praktikum beim Fernsehsender RIAS TV. Er will dabei sein, wenn Weltgeschichte geschrieben wird. Ich bin nach Berlin gegangen, um am 15. ein Praktikum bei RIAS TV anzufangen. Und ich habe dann am Morgen des 15. in der Redaktionssitzung quasi den Auftrag bekommen, zusammen mit einem Kamerateam zu dieser angeblich so kleinen Demonstration zu gehen. Wie es scheint, ein Routineauftrag. Noch ahnt Andreas Oehler nicht, dass er an diesem Tag Zeuge des Sturms auf die Stasi-Zentrale wird. Große Erwartungen hatte ich nicht, muss ich sagen. Also es hieß auch, da ist eine ganz kleine Demonstration, da kommen ein paar Bürgerrechtler, die wollen dann Mäuerchen bauen und das war's dann. Also mehr kann man da eigentlich nicht erwarten. An der Ostberliner Normannenstraße herrscht zur gleichen Zeit gespannte Ruhe. Über die angekündigte Demonstration diskutieren die Chefs seit Tagen. Nehmen Sie die Leute dazu, auf die Sie noch verlassen können. Noch immer wollen sie alles kontrollieren. Irgendwo noch ein Loch offen zu lassen, während fremde Dienste sich bedienen. Unter politischem Druck beschließen sie, die Gebäude zu räumen. Wir müssen unseres tun, sagt das Protokoll. Am Montag, dem 15. Januar, ist das Haus leer. Nicht alle Abteilungen beugen sich diesem Beschluss. Gibt es noch andere geheime Absprachen, die nicht protokolliert wurden? Von da aus gab es natürlich eben dann auch den Befehl, zum Beispiel das Gelände oder die Gebäude am 15. ob des geplanten Vorhabens vom neuen Forum bis 15 Uhr zu verlassen. Wer sich dann wirklich daran gehalten hat, wie wir eben nicht, das ist jetzt eine ganz andere Frage. Gegen 12 Uhr mittags haben an diesem 15. Januar fast alle Mitarbeiter Dienstschluss. Eine Festung, die seit vielen Jahren unangreifbar war, wird einfach verlassen. Jedenfalls sieht es so aus. Es sind noch 5 Stunden bis zum Sturm auf die Stasi-Zentrale. Jetzt treffen am Haupteingang nahe der Normannenstraße die Vertreter der Bürgerkomitees aus den Bezirken der DDR ein. Erste Aufgabe war, in der Normannenstraße vorstellig zu werden und zu sagen, wir sind jetzt hier mit unserer Kompetenz
ab jetzt wird jetzt hier die Auflösung unter unserer Regie stattfinden. Berlin hat es bis jetzt noch nicht geschafft, dieses Objekt stillzulegen, und dort sind wir ab heute hier. Ja. Verdächtig einfach gelangen die Bezirksdelegierten ins Innere. Offenbar werden sie schon erwartet. Naja, halt. Gut, alle betrachtet das als Knasten. Sie wollen zusammen mit der Führung der Stasi sofort mit der Auflösung des Geheimdienstes beginnen. Kommen Sie bitte. Mit einer der Gruppen aus den Bezirken geht auch Martin Montag ins Innere des Gebäudekomplexes. Der Empfang ist demonstrativ höflich. Die Ansprechpartner von der Staatssicherheit sind auf die Gespräche mit den Bürgerrechtlern gut vorbereitet. Was auch schon wieder mehr also auf der komischen Seite zu notieren wäre, dass die Führung im Hause, also auch der Stab, immer wieder, also wie in der Grundschule, durchgespielt haben. Also die Demonstranten wurden dann begrüßt. Wir haben gehört, dass Sie Fragen haben an das Ministerium. Bitte stellen Sie diese Fragen schriftlich. Die werden morgen früh dem Herrn General zugeleitet. Und Sie können die Antworten dann am nächsten Tag wieder abholen. Also groteske Spiele wurden dort durchgespielt. Man kann nicht mit Guten Tag und mit Briefen und schriftlich und mündlich kann man nicht ein Demonstrationsproblem aus der Welt schaffen. Um das Demonstrationsproblem zu beherrschen, treffen mittlerweile Volkspolizisten an der Stasi-Zentrale ein. Auf dem Gelände befinden sich nur wenige Wachoffiziere. Aber auch 80 Mann der Auslandsspionage. Gegen alle Absprachen haben sie ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Fragestellung für uns lautete, wie verhindern wir, dass sie in unser Objekt hineinkommen? Manchmal ist das Einfachste das Beste. Wir haben einfach ein Stück Pappe, also in Größe eines Pakets, an die Fenster geklebt, also an den Eingang der HVA, mit der Aufschrift Auslandsnachrichtendienst, streng geheim, betreten verboten. Sie hoffen, dass wütende Demonstranten dieses Verbot beachten werden und nicht in ihre Abteilung eindringen. Wir hatten das Papier da draußen hingehangen, Auslandsaufklärung. Und das war also alles, was du machen konntest. Ansonsten hast du da nur gewartet. Für die hauptamtlichen Mitarbeiter des eigentlich allmächtigen Geheimdienstapparats ist an diesem 15. Januar 1990 Machtlosigkeit eine ganz neue Erfahrung. Was werden diese Männer tun, wenn die Demonstranten kommen? Zur gleichen Zeit erfährt Heinz Meyer nur zufällig von der bevorstehenden Demonstration. Die Staatssicherheit hatte brutal in das Leben seiner Familie eingegriffen. Ich hatte leidvolle Erfahrungen mit dem Staatssicherheitsdienst gemacht. Insofern, dass mein Sohn als Republikflüchtiger ein Jahr Gefängnis bekommen hat. Die Stasi unterhält eigene Haftanstalten, in denen sie im Laufe der Jahre ungezählte politische Häftlinge einsperrt. Diese ganze Geschichte hat mich so geprägt, dass ich nicht gerade freundlich gegenüber diesem Ministerium eingestellt war. Und da habe ich mir gedacht, also das Ministerium muss verschwinden, es darf auch kein neues kommen. Wie seit vielen Jahren arbeitet Heinz Meyer auch an diesem 15. Januar 1990 als Projektplaner alleine in seinem Büro in der Mitte Ostberlins. Das war in einem Projektierungsbüro am Hausvogteiplatz. Ich habe Gas,
Transportanlagen projektiert und dort konnte man auch, ich hatte ein Ein-Mann-Büro, auch mal Radio hören, was eigentlich sonst nicht erlaubt war in einem volkseigenen Betrieb. Oder einsatzbereit sind. Der Eindruck, ich hatte das aus dem Radio erst erfahren, an diesem Tag, dass die Bevölkerung aufgerufen wurde, dort um 17 Uhr zu erscheinen, Ziegelsteine oder Mörtel mitzubringen und das Tor zuzumauern, damit keine Stasi-Angehörigen mehr in dieses Gebäude kommen und dort weitere Sachen verüben, entweder arbeiten oder vernichten. Heinz Meyer erinnert sich an seinen Sohn und dessen lange Haft. An diesem Nachmittag will er deshalb mithelfen, der Stasi ein Ende zu setzen. Für immer. Im Energiekombinat Berlin begegnen sich am Nachmittag dieses 15. Januar 1990, wie an vielen anderen Tagen zuvor, André Ohmen und seine Kollegin Ingrid. Sie arbeiten seit langem zusammen und verstehen sich gut. André Ohmen erzählt begeistert von seinem Plan, die Stasi einzumauern. Da hat man natürlich diese ganzen politischen Sachen diskutiert und die Arbeit ist manchmal auch zu kurz gekommen, weil natürlich auch die nicht mehr wussten, wo es lang gehen sollte. Was wird mit so einer volkseigenen Betrieb? Ja, der saß hinter mir am Schreibtisch und wir haben uns 8 Stunden am Tag gesehen und viel unterhalten und auch ähnliche Ansichten gehabt und uns sympathisch gewesen und so weiter. Je mehr mitmachen, desto besser. Sie findet ihn sympathisch, aber sie will nicht mit zur Demonstration. Das ist ihr zu gefährlich, schon wegen ihrer Kinder. Christian Halbrock will an diesem Tag demonstrieren. Er will die Stasi fallen sehen. Christian Halbrock wurde selbst verfolgt. Ich hatte zum einen das Glück, dass ich im sehr jungen Alter, noch in der Lehrzeit, 17 oder 18 war ich, in Wismar festgenommen wurde. Warum, weiß ich eigentlich selber nicht genau. Das ganze Prozedere war an Brutalität nicht zu übertreffen, was man dort durchzog. Der Hinweis, dass man sofort von der Schusswaffe Gebrauch machen würde, wenn ich mich so und so nicht verhalten würde, mit doch ziemlich brutalen Vernehmungsmethoden. Und nachdem das durchgestanden war, war ich mehr oder weniger abgebrüht. Noch ist es 1 Stunde bis zum Sturm auf die Stasi-Zentrale. Es war ein eigenartiges Klima in Berlin, oder in Ost-Berlin, muss man sagen. Also es war ja der Herbst mit den Ereignissen, immer wieder Demonstrationen. Man wusste ja, in einer Reihe von DDR-Bezirksstädten waren MFS-Zentralen besetzt worden. Verwunderlich eben, dass Berlin nach wie vor weiterarbeitete, aber diese MFS-Zentrale in Berlin lag auch nicht auf dem Präsentierteller. André Ohmen geht nach seinem Schichtende zur Demonstration. Man hat ziemlich starre Arbeitszeiten gehabt und exakt auf den Punkt, auf die Minute, war halt dann Feierabend. Und dann habe ich mir meinen Wagen geschnappt. In der Zwischenzeit gab es dann doch den einen oder anderen Kollegen, der sich interessiert gezeigt hat. Gegen 16:30 nähert sich André Ohmen der Stasi-Zentrale. Seine Kollegin Ingrid, die nicht an der Demonstration teilnehmen wollte, fährt nun doch hin. Sie hofft, dort Freunde zu treffen. Es sind noch 30 Minuten bis zum Sturm. Also dann wusste ich ja auch, von meinen Kollegen wird ja dann auch der André da sein und andere. Und da haben wir gedacht, da sehen wir uns. Als André Ohmen gegen 16.45 Uhr vor der Stasi-Zentrale eintrifft, sind die ersten Demonstranten schon da. Sie errichten eine symbolische Mauer. Er hilft ihnen. Es waren eigentlich zu dem Zeitpunkt noch weniger Leute da, als ich es erhofft und erwartet hatte. Andererseits waren schon auch Leute aktiv. Also es wurde schon gemauert, aber es waren nicht so wahnsinnig viel. Die meisten Leute standen eigentlich
so ein bisschen abwartend rum und schauten sicherlich, was wird das jetzt werden. Und ich war halt dann halt auch ein bisschen zaghaft und dachte, naja, aber gut, jetzt bist du nun mal mit den Steinen da und du machst auch mit. Alle sind angespannt. Sie wissen nicht, wie gefährlich die Demonstration vor dem Stasi-Hauptquartier für sie wird. Zur gleichen Zeit erreicht Andreas Oehler, der Praktikant von Rias TV, die Demonstranten. Im Hintergrund sieht er nur dunkle Gebäude. In der Stasi-Zentrale brennt kein Licht. Das waren die typischen verschlossenen, eine Kälte ausstrahlenden Gebäude. Also man fühlte sich da nicht wohl, klar. Aber das Überraschende war ja dann, dass auf einmal so wie aus dem Nichts da eine große Menge dann da zusammengekommen ist. Kurz vor 17 Uhr, der Sturm beginnt. Viele tausend ganz normale Berliner kommen zur Demonstration. Zur Mauer am 9. November konnte ich nicht rüber, weil die Kinder geschlafen haben. Und zu diesem 4. November-Demo war es auch. Aus dem gleichen Grund war ich nicht dabei. Und da war ich dann mal so mitten in so einer großen Massendemonstration. Also ich habe ganz, ganz viele Leute in Erinnerung. Ganze Straße voll, eigentlich die ganze Frankfurter Allee und alles strömte da hoch. Immer mehr Menschen schließen sich dem Protest an. Die Demonstrationszüge vereinigen sich vor dem Haupttor des riesigen Stasi-Komplexes. Noch ist das Tor dort fest verschlossen. Unter den Demonstranten ist jetzt auch Heinz Mayer. Er weiß genau, was er hier an diesem Ort erreichen will. Wir wollten eigentlich, und so viele andere auch, in dieses Stasi-Gelände rein. Wir wollten das nicht zumauern, sondern wir wollten rein. Und das ist ja ein Widerspruch. Vor dem Stahltor wird es immer lauter. Mittlerweile demonstrieren Zehntausende. Kamerateams sind eingetroffen und beleuchten die Szene. In einer nahegelegenen Wohnung verbirgt sich General Grossmann, der Chef der Auslandsspionage, vor der wütenden Menge. Schöne Scheiße, Genossen. Das wird man wohl einer direkten militärischen Zone mal sagen dürfen. Ich selbst und andere mit einem anderen Stellvertreter von mir bin ich in der Nähe in Lichtenberg in einer Wohnung gewesen, die wir noch, wie wir damals das bezeichnet haben, als konspirative Wohnung benutzt haben, die auch noch existierte, also bei befreundeten Bürgern von Berlin. Dort haben wir uns aufgehalten. Nicht nur die Stasi-Spitze beobachtet die Lage. Auch die westdeutsche Gegenseite hat die Ereignisse gut im Blick. In Berlin hatten wir eine Dienststelle, die früher andere Aufgaben hatte, die sie nicht mehr zu erfüllen hatte. Und nun das Geschehen berichtete, unabhängig davon, ob es auf eigenem Augenschein beruhte oder auf Berichten, die ihnen von Verbindungsleuten oder anderen Informanten zugegangen waren. Während sich immer mehr Demonstranten versammeln, spricht Hans Modrow in seinem Amtssitz mit dem jugoslawischen Außenminister. Er bemüht sich, Normalität zu zeigen, wo längst keine mehr ist. Während dieses Gespräches wird mir ein Zettel gereicht, auf dem der Hinweis ist, der Innenminister muss unbedingt sofort mit mir sprechen. Es sind Ereignisse an der Normannenstraße, die er nicht alleine in seinem Vorgehen entscheiden kann. Ich habe gegenüber meinem Gast zum Ausdruck gebracht, dass wir
etwas konzentriert die weiteren Gespräche führen sollten. Aber ich habe auch nicht abgebrochen, weil mir das wiederum als eine Unsicherheit erschien, die man nach außen nicht zu demonstrieren hatte. Noch im Gespräch entschließt sich Hans Modrow, möglichst schnell zur Stasi-Zentrale aufzubrechen. Was die Demonstranten dort nicht wissen, der Gebäudekomplex ist schon seit Stunden besetzt von den Bürgerrechtlern aus der Provinz. Hinter dem Tor, neben wenigen Polizisten, will einer von ihnen, Pfarrer Martin Montag, die Lage unter Kontrolle bringen. Wir haben also von drin nur gehört, jetzt wären es mehr Leute, die entsprechende Parolen auch rufen. Es wird lauter mit Hämmern gegen das Tor. Das war für mich emotional schon jetzt genau die umgekehrte Situation. Also so hatte ich es bis jetzt noch nicht erlebt, ne? Also das, bisher war ich immer nur vor. Jetzt war ich drin und andere waren vor. Wir haben dann eben auch probiert, zunächst mal mit dem Lautsprecherwagen der Volkspolizei Kontakt aufzunehmen, ging aber nicht. Und dann sind wir also nacheinander auf das Tor geklettert und haben dann nur noch versucht, verbal mit den Leuten zu reden. Wir wollten eigentlich nur sagen, Leute, es ist schön, dass ihr heute hier demonstriert und dem ganzen Geschehen nochmal Nachdruck verleiht, aber bitte nicht hier rein. Also das ist bereits besetzt jetzt und das, die Auflösung, das machen wir jetzt, weil ihr es eben bis jetzt leider Gottes nicht zustande gebracht habt. Dann ist es total gekippt, als dann auf einmal so ein paar junge Männer an diesem Tor standen und getobt haben, dran gerüttelt und getreten und versucht haben, drüber zu klettern. Da war auf einmal eine ganz andere Atmosphäre, wo ich dann schon Angst bekommen habe und dann auch geguckt habe, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, sich hier in Deckung zu werfen, wenn es da irgendwie zu Schießereien kommt. Die Situation vor dem Tor eskaliert. Viele wütende Demonstranten wollen rein auf das Gelände der Stasi-Zentrale. Also es waren sicherlich so ungefähr 5, 6 Volkspolizisten, die da mit dabei gewesen sind hinterm Tor. Wir haben uns dann im Grunde genommen geeinigt, das hat jetzt hier keinen Sinn mehr. Die werden sowieso das Tor über kurz oder lang entweder aufdrücken oder dann kommen welche drüber geklettert und machen es auf. Von daher ist es sinnvoller, sich zurückzuziehen. Nach einer relativ kurzen Zeit sind dann Leute auch über das Tor geklettert und die haben dann das Tor von innen aufgehebelt und geöffnet. Und damit war der Weg für alle frei ins Gelände. Gegen 17 Uhr öffnet sich der erste Torflügel. Ein Amateurfilmer dokumentiert den entscheidenden Moment. Da gab es ein Toben, ein Schreien. Und auf einmal ging das Tor auf und dann gab es eine unkontrollierte Flut, wie so eine Springflut in dieses Gebäude hinein, wo alles mitgerissen wurde, was da irgendwo stand. Also wir sind dann auch mitgegangen. Wenige Kilometer entfernt, im Ostberliner Stadtteil Niederschönhausen, tagt noch immer der runde Tisch. Die Vertreter der Opposition erfahren erst spät von den dramatischen Ereignissen. Zum ersten Mal haben sie Zahlen über die wahre Dimension des Geheimdienstes gehört. Sie fürchten, die Waffen der Stasi könnten jetzt gegen die Demonstranten eingesetzt werden.
Bis in die 80er Jahre hinein verdoppelte sich der Mitarbeiterbestand auf 85.000. Pistolen und Revolver 124.593. Maschinenpistolen 76.592. Panzerbüchsen 3.537. Flak-MG Kaliber 14,5 mm 342. Was Sie dann über den Sturm auf die Stasi erfahren, klingt beängstigend. Und der Paragraph 107. Die Berichte wurden immer bedrohlicher. Also es würde da zu Gewalttätigkeiten kommen und die Leute hätten Steine. Und da gäbe es doch auch innerhalb der Dienststelle noch Menschen, deren Leben gefährdet sei. Also es wurde mächtig dramatisiert, was sich dort abspielte, bis dann am späten Nachmittag, da war es schon dunkel, soweit ich mich erinnern kann, der Beschluss gefasst wurde am runden Tisch, wir müssen jetzt dahin, um Gewalt zu verhindern. Tief beunruhigt fahren die Bürgerrechtler durch Ost-Berlin. Sie rechnen schon mit einem blutigen Ende der friedlichen Revolution. Direkt vor dem Tor der Stasi-Zentrale werden jetzt alle Umstehenden von der Masse mitgezogen in das sonst so hermetisch abgeriegelte Gelände. Auch Ingrid, die Kollegin von André Ohmen. Als irgendwo das plötzlich wieder weiterging und dann merkte, das geht jetzt in den Hof rein und jetzt sind wir da alle drin, da war es sehr unheimlich. Weil das konnte man sich jetzt nicht erklären. Hinter dem Tor stehen einige Männer in Polizeiuniform. Keiner der Demonstranten weiß, ob es wirklich Polizisten sind oder verkleidete Stasi-Leute. Draußen vor dem Tor muss man sich jetzt entscheiden, mitzugehen oder zurückzubleiben. Bei mir war das halt irgendwie eine Mischung aus Angst, aus Unsicherheit, aus, ich wollte halt also praktisch die Grenze, die wir uns selbst gesteckt hatten als Bürgergruppe, auch nicht überschreiten, weil ich auch keinen Sinn drin gesehen habe. Und Angst dahingehend, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass jeden Augenblick jetzt irgendwas passieren müsste. Also dass sie jetzt irgendwie da so ein Kommando von der Stasi oder so da eben antraben wird, bewaffnet. André Ohmen entschließt sich kurz nach 17 Uhr, die Demonstration endgültig zu verlassen. Die große Masse der Demonstranten strömt weiter in den Innenhof, getrieben von immer mehr nachdrängenden Menschen. Heinz Meier sieht sich vorsichtig um. Kann es wirklich sein, dass sich die Stasi kampflos ergibt? Die Gefühle waren natürlich zwiespältig. Wir waren ja diejenigen, die als Zivilisten zum ersten Mal in so einen Gebäudekomplex kamen. Und es ging natürlich der Gedanke in den Kopf, was ist jetzt, wenn auf einmal die Lichter angehen und die Maschinengewehre fangen an zu tackern und mähen uns alle weg. Im düsteren Innenhof versuchen die Demonstranten, sich irgendwie zu orientieren. Das wirkte alles komisch. Es wirkte wie ein DDR-Betriebsgelände, das nachts schlapp beleuchtet. Nirgends irgendwie grandiose Sicherheitstechnik, irgendwelche nichtssagenden Gebäude links und rechts. Und dann ehrlicherweise zog dieser Zug direkt mit so einem leichten Drall links weg. Dieser Schwenk führt die Menschen weg von den wichtigen Gebäuden der Stasi-Zentrale und direkt vor das Haus 18. Ein großes, aber unbedeutendes Versorgungsgebäude mit Reisebüro und Friseursalon. Ein Zufall? Führen Vorausgehende die Menge bewusst dorthin?
oder leitet die Menschen etwas anderes. Alle anderen Gebäude waren dunkel. Und wie die Motte das Licht sucht, so suchte auch die Menschenmenge das Licht. Und ging dann vom Haus 1 in Richtung Haus 18, also links, wo verschiedene Lichter brannten. Und da machten sich auch Leute bemerkbar. Ein Fenster ging auch, ein Feuerlöscher wurde da hinausgeworfen. Und das zieht natürlich die Menschen dann in den Bann, da ist was. Alles andere war dunkel. Amateuraufnahmen zeigen, nur 15 Minuten nach Öffnung des Tores sind Randalierer im erleuchteten Haus 18. Wie konnten sie so schnell dort sein? Dann schepperte und klirrte es, dann flogen die Reiseanträge runter, die Lenin oder sonstige Porträts von irgendwelchen kommunistischen Größen flogen auf in den Hof. Ist das alles eine gezielte Provokation? Inszeniert von der Stasi? Ihre Mitarbeiter sind auf jeden Fall unter den Demonstranten. Und dann stand neben mir irgendwann ein Mensch, der halt sich dann als Stasi-Mitarbeiter zu erkennen gab und mit mir ein Gespräch angefangen hat über sein Schicksal, sein Leben, wie das denn nun weitergeht, was passieren könnte, was sein könnte und so. Zur gleichen Zeit beobachtet Ulrich Weiß aus seinem Büro im Inneren des Komplexes die dramatischen Szenen. Auf einmal kam sozusagen eine Unmasse von Leuten mit Kind und Kegel, wie sie durch den Tierpark laufen. Du sitzt da im Käfig und draußen gehen die Leute und gucken da rein und sind doch ein bisschen enttäuscht, dass sie da nun keine Raubtiere sehen. Für mich selbst war es natürlich eine ziemlich heftige Geschichte. Und nicht mal so sehr, weil man da nun, was ich auch hatte, sondern Angst haben konnte, was passiert denn nun, wenn die Masse hier reinstürmt. Hat mich entsprechend angezogen, so dass ich als Bürgerbewegter abging und Mütze. Wer ist wer an diesem Abend? Manche der Aktionen wirken seltsam inszeniert. Vor laufender Kamera wird Haus 18 aufgebrochen. Kleine Gruppen von Demonstranten rennen in das Gebäude, verfolgt von der Kamera. Im Inneren beginnen einige von ihnen sofort, die Einrichtung zu demolieren. Ich bin, glaube ich, in einen Friseursalon mitgegangen. Dann wurden dann die Spiegel zerschlagen und es war sehr viel Glas in diesem Gebäude, was dann zerschlagen wurde. Man hörte das auch schon auf den Stockwerken, auf den Etagen, dass da welche randalierten. Und das ist also nicht mein Bier gewesen, wie man so sagt. Ich bin ungefähr 10 Minuten da drin geblieben, bin dann aber wieder raus aus diesem Gebäude. Einige Demonstranten halten Papiere in die Kamera. Es sind nur unwichtige Unterlagen wie Formulare für Dienstreisen. In einem Konferenzraum finden Bürgerrechtler hellbrennende Lichter und Pulver aus Feuerlöschern vor. Von den Tätern keine Spur. Es ist denkbar, dass erfahrene Geheimdienstler im Bereich Desinformation einen Teil eben der Beschädigung in diesem Versorgungstrakt vorbereitet haben. Also eben, um zu zeigen, seht mal, wenn sich das Volkshorn so entlädt, dann sind wir doch notwendig. Sind unter den vielen Menschen aktive Agenten der Staatssicherheit?
Die Lage ist völlig unübersichtlich. Also dann sind so mindestens einige, die ich dann gehört habe, die dann gesagt haben, nee, ich gehe da nicht rein in das Gebäude. Und ich bin da eben reingegangen. Ja, wenn ich da jetzt schon mal bin, gehe ich da rein. Das war dann wirklich auch sehr, sehr unheimlich. Keiner da, also außer den Leuten, die da rumliefen. Und ich kann mich eigentlich bloß noch an eine Frau mit weißen Stiefeln, ganz spitzen weißen Stiefeln erinnern. Zuallererst war ich in dieser einen Etage, wo so eine Art LAN-Zeile eingebaut war. Das war erstmal so große Staunen, so, weil ich sowas nicht kannte. Das nirgendwo vor einer DDR gesehen, in einem Gebäude so integrierte Geschäfte. Also natürlich ein Friseur und eine Reise, so eine Art Reisebüro. Wie viele andere streift auch Christian Halbrock durch die Gänge von Haus 18. Das verkrümelte sich dann. Da war nicht mehr so dicht alles, die Massen. Ich bin dann in so ein Souvenirgeschäft dort rein und habe, weil ich sozusagen nichts Besseres gefunden habe an Souveniren, eine kleine Souvenirbücher mitgenommen. Das habe ich mir eingesteckt, so nach dem Motto, so, man muss ja irgendwas mitnehmen. So. Man wollte ja nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Viele wollen etwas mitnehmen. Ich mache einen Reisekoffer mit. Im Keller von Haus 18 haben Demonstranten die geheimen Lager der Stasi entdeckt. Lebensmittel, die sie in DDR-Geschäften nie gesehen haben, stehen hier palettenweise. Nicht weit entfernt, in ihrer konspirativen Wohnung, lassen sich die Stasi-Generäle berichten. Per Telefon. Ja. Notizen dieses Abends zeigen, dass die telefonische Meldekette noch funktioniert. Unverändert akribisch erstatten die Wachoffiziere ihren Vorgesetzten Bericht aus der Zentrale. Ja. Ja. Trotzdem nutzen, von allen unbemerkt, unbekannte Eindringlinge das Chaos. Vermutlich über eine Verbindungsbrücke von Haus 18 dringen sie in das gegenüberliegende Haus 2 ein. Dort sitzt, streng abgeschirmt, die Spionageabwehr der Stasi. Offenbar gut vorbereitet, steuert der Trupp sein Ziel an. Von diesen Räumen aus wurden Agenten in Geheimdienste des Westens eingeschleust. Die Abteilung hat bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige ihrer Akten vernichtet. Eine Truppe, die ging sozusagen in eine spezielle Abteilung der inneren Abwehr, die aber auch nach der Bundesrepublik arbeiten, hinein. Die wussten offensichtlich ganz genau, wo sie welche Akten rausholen wollten. Vor dem Tor der Stasi-Zentrale trifft gegen 18 Uhr Hans Modrow ein. Ohne Begleitschutz wagt er sich in die Menge. Wir fuhren erstmal in die Masse der Menschen. Dann war es nötig, auszusteigen, um nicht noch mehr zu provozieren. Mit einer Rede versucht Modrow, die Demonstranten zu beschwichtigen. Ich habe volles Verständnis dafür, dass all jene Dinge die Menschen bewegen, die mit all dem, was Bespitzeln und anderem zu tun hatte, auch zu verurteilen ist. Zur gleichen Zeit treffen die Mitglieder des runden Tisches ein. Sie haben bald den Eindruck, Teil einer sorgfältig durchdachten Inszenierung zu sein.
Auch sie, Ulrike Poppe. Bitte verlassen Sie das Gebäude. Wir wollen keine Gewalt. Es hat friedlich begonnen und ich hoffe, dass es so weitergeht. Wir alle gingen auch in die Büros rein und sahen, dass da nur leere Aktendeckel waren, dass man sogar die Aktenbeschriftungen abgerissen hatte oder unkenntlich gemacht hatte. Und daraus konnten wir nur schließen, die waren also perfekt vorbereitet auf die Erstürmung und Besetzung. Carlo Jordan hat ebenfalls das Gefühl, falsch informiert worden zu sein. Wir konnten dann auch relativ schnell also in Erfahrung bringen, dass die Gefahr, also an die wir da zunächst mal am zentralen Rundtisch dachten, also Waffen, die nun freigesetzt werden, dass da keinerlei Gefahr bestand, dass also niemand mit Waffen rumhantierte. Schon 1,5 Stunden nach Öffnung des Tores gegen 18.30 Uhr werden die Demonstranten von Bürgerrechtlern aus Haus 18 gedrängt. Ich habe das nicht verstanden so richtig, was das soll, warum man sowas erhalten muss. Ja, ob das wirklich Aufgabe der Opposition ist, jetzt die Immobilien und Liegenschaften der DDR-Ministerien zu schützen, das war mir vollkommen unverständlich. Mittlerweile ist der Praktikant Andreas Oehler zurück in West-Berlin bei seinem Sender Rias TV. Er hat eine Kamerakassette mitgebracht. Sie zeigt die ersten Minuten des Sturms auf die Stasi. Ich habe versucht, ihn klarzumachen. Ich habe hier die brandheißen Bilder. Aber mir war nicht klar, an wen ich mich dann wenden soll und wer dann der richtige Ansprechpartner ist. Und die hatten auch irgendwie jetzt das per Agentur mitbekommen, waren ganz aufgeregt und haben nicht kapiert, dass ich der jetzt die Bilder habe. Andreas Oehler gelingt es, die Aufnahmen doch noch auf Sendung zu bringen. Es werden die ersten Fernsehbilder der dramatischen Ereignisse sein. Auf die Stasi-Zentrale. Am frühen Abend haben mehrere. In seinem Büro in der Stasi-Zentrale sieht Ulrich Weiß genau diese Bilder. Dann geschieht etwas Unerwartetes. Mitarbeiter wurden bedroht und Einrichtungsgegenstände aus dem Fenster geworfen. Auf einmal klingelte das Telefon und da ruft ein Mitarbeiter der Abteilung, der in der Nähe wohnte, der sozusagen schauen konnte auf das Gebäude, ruft an und sagt, ah, Uli, hör mal, da hat einer eine Macke, geh doch mal in den vierten Stock. Mitten im Chaos will ein Mitarbeiter sein hell erleuchtetes Büro ausräumen. Irgendwie war der ganz jenseits. Sagt, das ist ja nun wirklich das Letzte, ne? Das Licht ausgemacht und das hat er dann auch gleich eingesehen. Die Volkspolizei, die am Eingang postiert war, ließ die. Auch die Leitung der Stasi-Auslandsaufklärung um Werner Grossmann verfolgt die Ereignisse am Fernseher. Das Eingangstor von Bauarbeitern und DDR-Bürgern zugemauert. In der Zentrale, in der Abteilung für Gegenspionage, sind zur gleichen Zeit noch immer unbekannte Eindringlinge aktiv. Wer sie sind, und welche Ziele sie verfolgen, ist bis heute nicht restlos geklärt. Kommen diese Männer von westlichen Geheimdiensten? Haben sie ihre Informationen von Stasi-Überläufern wie Heinz Busch erhalten? Noch am Abend des 15. Januar schreiben die Wachoffiziere in der Zentrale ihre Meldung. Für den Bereich Spionage heißt es, 20 Zimmer aufgebrochen. Und ein Aktenspeicher. War das der BND? Ich halte das für eher unwahrscheinlich. Dass der Dienst durch Personen sich daran beteiligt, um dann Akten für sich zu sichern. Das halte ich für so reaktionsschnell kann man kaum sein. Und wenn es wäre, dann wären es vor allen Dingen auch BV-Leute gewesen und Leute vom Landesamt für Verfassungsschutz in West-Berlin. Der Verfassungsschutz schweigt. Kein westdeutscher Geheimdienst will es gewesen sein.
Gab es noch andere Interessenten für die Stasi-Akten? Seltene Aufnahmen aus den Überwachungskameras der Stasi-Zentrale. Sie zeigen eine geheime Mission der Westmächte. Auch Franzosen, Briten und Amerikaner haben das Hauptquartier der Stasi im Blick. Mit speziell ausgerüsteten Fahrzeugen haben sie immer wieder den Komplex in der Normannenstraße observiert. Bis heute vermuten viele, die Westmächte hätten diese Nacht benutzt, um ihr Wissen zu erweitern. Mit dabei war auch CIA. Die haben für meine Begriffe, so würde ich das jetzt auslegen, ganz gezielt gesucht, ob nicht in diesem Bereich, in den Schränken, Akten gefunden werden können, die Aufschluss geben über die Zusammenarbeit mit dem KGB. Etwa 2 Stunden nach der Öffnung des Tores trifft der Journalist Georg Mascolo mit einem Kamerateam von Spiegel TV ein. Es ist 19 Uhr. Ich entschied mich, dass das der interessanteste Moment sein könnte, dieses Gelände zunächst mal etwas genauer in Augenschein zu nehmen, als die Bürgerrechtler und diejenigen, die gestürmt hatten, das tun konnten. Mascolo erlebt auf dem immer leerer werdenden Gelände eine Überraschung. Im Haus 1, dem Gebäude der Stasi-Leitung, trifft er eine Gruppe von Männern in Polizeiuniform. Einer von ihnen führt Mascolo und sein Kamerateam weiter durchs Haus. Ich kann auch nicht ausschließen, dass einzelne Offiziere der Volkspolizei damals gezielt eingesetzt worden sind, möglicherweise auch von der Staatssicherheit. Es war mir in dem Moment aber auch egal. Ich war ausschließlich auf der Suche nach jemandem, der uns die Türen in der Stasi-Zentrale aufmachen würde. Und dazu taugte dieser Volkspolizist ganz ausgezeichnet. Hier sitzt der Generalmajor Engelhardt. Was macht er? Der löst das Amt auf. Damit hat Georg Mascolo nicht gerechnet. Den Augenblick mal bitte. Ja, ja. Welche Tour bist du denn? Mach mal Licht an hier. Ja, Herr Engelhardt ist mein Name. Wir sind für die Auflösung des Amtes zuständig. Also wenn Sie sind gut informiert. Wir haben uns das gerade vor der Tür erst sagen lassen. Genannt, Engelhardt. Aber ist nur ich bin hilfreich, hier müsste ich hier anziehen jetzt. Nein, überhaupt nicht. Wir hatten die Situation ergriffen, ein kurzes Interview mit ihm zu machen. Er erzählte von seinem Tag, er erzählte von dem Sturm selbst auch. Und ich hatte den Eindruck, alle, die mich hier beehrt hatten, waren überzeugt von meiner Lauterkeit. Carlo Jordan hat zur gleichen Zeit auch einen Weg in die Kommandozentrale gefunden, gemeinsam mit einem anderen Bürgerrechtler. Wir stiegen dann hier in dem Haus herum und wir kamen dann plötzlich in einen besser beleuchteten Bereich und trafen dort auf den ranghöchsten General der Stadtsicherheit. Er war gerade mit einem Spiegel-Fernsehteam da zugange. Im zweiten Programm. Ein Stasi-General wird überrascht von Bürgerrechtlern und Journalisten. Was muss man hier denn vorwählen? Oh, Entschuldigung. Auch später in der Nacht, als sich der Sturm gelegt hat, halten Ulrich Weiß und seine Kameraden noch weiter die Stellung. Letztlich liegen die Entscheidungen doch bei der Masse der Menschen. Wenn also eine Bevölkerung in einer großen Zahl ihre Loyalität gegenüber einer solchen, weiß ich wie hochgerüsteten Macht, kündigt, es gibt da kein Halten. Ingrid Ohmen geht am Abend dieses 15. Januar zu Fuß nach Hause. Sie ist stolz auf das, was an diesem Tag geschah. Ich habe dann damals auch schon gemeint,
wenn wir die geknackt haben praktisch, dann werden sie sich wohl nicht mehr erholen davon. Komitees, Veranstalter der Demonstration vor der Stasi-Zentrale. André Ohmen verfolgt das Ende des Tages zu Hause vor dem Fernseher. Der 15. Januar hat jetzt schon Geschichte geschrieben. Stasi kam die Menge nicht heran. Sie waren, soweit noch vorhanden, in gemeinsamer Arbeit von der Militärstaatsanwaltschaft. Ich war natürlich aufgeregt, aufgeputscht und war ab einem bestimmten Punkt aber eigentlich dann auch ganz zufrieden, dass es für mich persönlich so glimpflich abgegangen ist. Und war aber insgesamt durcheinander. Ich habe gedacht, oh Gott, was wird denn jetzt passieren? Also wie sieht denn die Welt ab morgen aus sozusagen? André und Ingrid Ohmen haben die dramatischen Ereignisse zusammengeschweißt. Sie haben geheiratet und leben heute im Westen Deutschlands. Und Christian Halbrock? Für ihn haben sich die Hoffnungen der Revolution nur teilweise erfüllt. Auf der anderen Seite merkt man an diesem Tag, dass neben diesem großen Mut bereits der Kleinmut und die Ängstlichkeit und die Verklemmtheit bereits schon wieder Oberwasser greifen und sagen, okay, Revolution vielleicht, aber jetzt nur noch mit angezogener Handbremse. Hans Modrow beendet den 15. Januar an seinem Schreibtisch, um die DDR, einen verlorenen Staat, doch noch zu retten. Es ist ein aussichtsloser Kampf. Die Stasi kämpft auch nach dieser Niederlage noch um ihr geheimes Wissen. Ulrich Weiß und seine Kollegen schreddern ungehindert weiter. Es gab ein gemeinsames Interesse. Weg mit dem Zeug. Ja. Das wurde öffentlich von westlicher Seite nicht so gesagt, aber wir wurden ja dann sogar eingestellt, die dann noch wollten. War vielleicht 2-3% der hauptamtlichen Mitarbeiter, die keine andere Aufgabe hatten, als bis zum Juni die Dokumente zu vernichten. Darf man mal nicht vergessen. Ihre Chefs sind bis heute stolz darauf, unter den Augen der Demonstranten einfach weitergemacht zu haben. Ja, uns ist etliches gelungen in dieser Richtung, wo man heute sagt, wir haben sie übertölpelt. Nicht nur gut, wie man es bezeichnen will, ist egal. Hauptsache, es ist so gewesen. Also wir sind da eigentlich ein bisschen stolz drauf, dass uns das alles gelungen ist. Heinz Meyer hat sich an der Auflösung der Staatssicherheit beteiligt. Die Aufarbeitung der Unterdrückung war sein Anliegen. Trotz aller Bemühungen der Stasi sind Millionen von Akten bis heute erhalten. Sie dokumentieren den Alltag in einem menschenverachtenden Überwachungsstaat. Der Stasi-Überläufer Heinz Busch wurde ein Betreuungsfall des BND. Seine Hoffnungen auf einen persönlichen Neuanfang sollen tief enttäuscht worden sein. Darüber öffentlich reden will er nicht. Nach dem Sturm auf die Stasi-Zentrale wusste Ulrich Weiß, dass er neue Wege gehen muss. Für ihn und die anderen Mitarbeiter des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit war dieser 15. Januar 1990 der letzte reguläre Arbeitstag. An diesem Tag wurde das Ende der Stasi besiegelt. Weil die Bürger ihre Angst verloren hatten.
Es sind Ereignisse an der Normannenstraße, die er nicht alleine in seinem Vorgehen entscheiden kann. Ich habe gegenüber meinem Gast zum Ausdruck gebracht, dass wir etwas konzentriert die weiteren Gespräche führen sollten. Aber ich habe auch nicht abgebrochen, weil mir das wiederum als eine Unsicherheit erschien, die man nach außen nicht zu demonstrieren hatte. Noch im Gespräch entschließt sich Hans Modrow, möglichst schnell zur Stasi-Zentrale aufzubrechen. Was die Demonstranten dort nicht wissen, der Gebäudekomplex ist schon seit Stunden besetzt von den Bürgerrechtlern aus der Provinz. Hinter dem Tor, neben wenigen Polizisten, will einer von ihnen, Pfarrer Martin Montag, die Lage unter Kontrolle bringen. Wir haben also von drin nur gehört, jetzt werden es mehr Leute, die entsprechende Parolen auch rufen. Es wird lauter mit Hämmern gegen das Tor. Das war für mich emotional schon jetzt genau die umgekehrte Situation. Also so hatte ich es bis jetzt noch nicht erlebt. Ne? Also das, bisher war ich immer nur vor. Jetzt war ich drin und andere waren vor. Wir haben dann eben auch probiert, zunächst mal mit dem Lautsprecherwagen der Volkspolizei Kontakt aufzunehmen, ging aber nicht. Und dann sind wir also nacheinander auf das Tor geklettert und haben dann nur noch versucht, verbal mit den Leuten zu reden. Wir wollten eigentlich nur sagen, Leute, es ist schön, dass ihr heute hier demonstriert und dem ganzen Geschehen nochmal Nachdruck verleiht, aber bitte nicht hier rein. Also das ist bereits besetzt jetzt und das, die Auflösung, das machen wir jetzt, weil ihr es eben bis jetzt leider Gottes nicht zustande gebracht habt. Dann ist es total gekippt, als dann auf einmal so ein paar junge Männer an diesem Tor standen und getobt haben, dran gerüttelt und getreten und versucht haben, drüber zu klettern. Da war auf einmal. Bis heute vermuten viele, die Westmächte hätten diese Nacht benutzt, um ihr Wissen zu erweitern. Mit dabei war auch CIA. Die haben für meine Begriffe, so würde ich das jetzt auslegen, ganz gezielt gesucht, ob nicht in diesem Bereich, in den Schränken, Akten gefunden werden können, die Aufschluss geben über die Zusammenarbeit mit dem KGB. Etwa 2 Stunden nach der Öffnung des Tores trifft der Journalist Georg Mascolo mit einem Kamerateam von Spiegel TV ein. Es ist 19 Uhr. Ich entschied mich, dass das der interessanteste Moment sein könnte, dieses Gelände zunächst mal etwas genauer in Augenschein zu nehmen, als die Bürgerrechtler und diejenigen, die gestürmt hatten, das tun konnten. Mascolo erlebt auf dem immer leerer werdenden Gelände eine Überraschung. Im Haus 1, dem Gebäude der Stasi-Leitung, trifft er eine Gruppe von Männern in Polizeiuniform. Einer von ihnen führt Mascolo und sein Kamerateam weiter durchs Haus. Ich kann auch nicht ausschließen, dass einzelne Offiziere der Volkspolizei damals gezielt eingesetzt worden sind, möglicherweise auch von der Staatssicherheit. Es war mir in dem Moment aber auch egal. Ich war ausschließlich auf der Suche nach jemandem, der uns die Türen in der Stasi-Zentrale aufmachen würde. Und dazu taugte dieser Volkspolizist ganz ausgezeichnet. Hier sitzt der Generalmajor Engelhardt. Was macht er? Der löst das Amt auf. Damit hat Georg Mascolo nicht gerechnet.
Schönen Augenblick mal bitte. Ja, ja. Welche Tour musst du denn jetzt? Ah, mach mal Licht an hier. Ja, guten Abend. Engelhardt ist mein Name. Sie sind für die Auflösung des Amtes zuständig. Also wenn Sie sind gut informiert. Wir haben uns das gerade vor der Tür erst sagen lassen. Genannt, Engelhardt. Aber ist natürlich unhöflich. Hier müsste ich die Jacke anziehen jetzt. Nein, überhaupt nicht. Wir hatten die Situation ergriffen, ein kurzes Interview mit ihm zu machen. Er erzählte von seinem Tag, er erzählte von dem Sturm selbst auch. Und ich hatte den Eindruck, alle, die mich hier beehrt hatten, waren überzeugt von meiner Lauterkeit. Carlo Jordan hat zur gleichen Zeit auch einen Weg in die Kommandozentrale gefunden, gemeinsam mit einem anderen Bürgerrechtler. Wir stiegen dann hier in dem Haus herum und wir... Wurde die Führung der Stasi wirklich von den dramatischen Ereignissen überrascht? Wer öffnete das verschlossene Tor der Stasi-Zentrale? Waren auch westliche Geheimdienste daran beteiligt? Was geschah an diesem Tag? An diesem 15. Januar steht André Ohmen gegen 5 Uhr morgens auf. Er ist Ingenieur beim Energiekombinat Berlin. Es sind unruhige Zeiten, auch für ihn. Die Mauer war geöffnet, aber die meisten konnten sich jetzt noch nicht vorstellen, wie geht es denn jetzt nun eigentlich weiter. Hatte ich und viele andere sicherlich auch so den Eindruck, also jetzt haben wir es irgendwie festgefahren. Wie wird es jetzt? Wie geht's weiter? Seit dem Herbst 1989 ist die Mauer zwischen beiden deutschen Staaten geöffnet. Die DDR existiert noch. Viele sind von der neuen Freiheit begeistert, aber sie fragen sich, was die Zukunft bringen wird. André Ohmen will an diesem Tag an einer gefährlichen Demonstration teilnehmen. Schon vor Tagen hat er durch ein Flugblatt davon erfahren. Man war halt nicht mehr so ein, wie soll ich sagen, so normaler Bürger, wie man es vorher war. Also viele Leute und ich auch, wir waren halt bereit, auch ein gewisses Risiko einzugehen. An diesem Morgen des 15. Januar bereitet sich in Ost-Berlin auch Ohmens Kollegin Ingrid auf einen langen Arbeitstag vor. Ihr geht vieles durch den Kopf. Ich war so Mitte 30, Anfang Mitte 30 und kleine Kinder und alles war im Aufruhr. Das kann man sich nicht vorstellen. Andererseits musste man einfach weiter funktionieren. Sie sieht noch kurz nach ihren Kindern, die später zur Krippe gebracht werden. Von der Demonstration an diesem Tag weiß sie nichts. Noch fürchtet sie die Macht der Stasi, die jahrzehntelang alles und jeden beobachtet hat. Die Situation war schon beängstigend. Also die Mauer war geöffnet, aber die meisten konnten sich jetzt noch nicht vorstellen, wie geht es denn jetzt nun eigentlich weiter. Hatte ich und viele andere sicherlich auch so den Eindruck, also jetzt haben wir es irgendwie festgefahren. Wie wird es jetzt? Wie geht's weiter? Seit dem Herbst 1989 ist die Mauer zwischen beiden deutschen Staaten geöffnet. Die DDR existiert noch. Viele sind von der neuen Freiheit begeistert, aber sie fragen sich, was die Zukunft bringen wird. André Ohmen will an diesem Tag an einer gefährlichen Demonstration teilnehmen. Schon vor Tagen hat er durch ein Flugblatt davon erfahren. Man war halt nicht mehr so ein, wie soll ich sagen, so normaler Bürger, wie man es vorher war. Also
viele Leute und ich auch, wir waren halt bereit, auch ein gewisses Risiko einzugehen. An diesem Morgen des 15. Januar bereitet sich in Ost-Berlin auch Omens Kollegin Ingrid auf einen langen Arbeitstag vor. Ihr geht vieles durch den Kopf. Ich war so Mitte 30, Anfang Mitte 30 und kleine Kinder und alles war im Aufruhr. Das kann man sich nicht vorstellen. Andererseits musste man einfach weiter funktionieren. Sie sieht noch kurz nach ihren Kindern, die später zur Krippe gebracht werden. Von der Demonstration an diesem Tag weiß sie nichts. Noch fürchtet sie die Macht der Stasi, die jahrzehntelang alles und jeden beobachtet hat. Die Situation war schon beängstigend. Also ich konnte mir schwer vorstellen, dass die so diktatorisch und militärisch ausgelegte Staat einfach sich das gefallen lässt. Als ich 17 war, da kam schon die Stasi in eine Schule und hat über mich Erkundigung eingeholt und zu meinen Eltern. Und das war, weil ich Kontakt zu dekadenten Studentengruppen hatte. Keine Ahnung, lange Haare und Musik, was weiß ich kann. Drei operative Mitarbeiter betraten die für die konspirative Durchsuchung eingesetzten Kräfte das Wohnhaus. Der Spezialist. Mit einem gigantischen Überwachungs- und Spitzelapparat ist die Führung der DDR in den Alltag ihrer Bürger eingedrungen. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten. Jeder, der gegen den Staat aufbegehrte oder andere Meinungen vertrat, musste mit Verhaftung rechnen. Um die Festnahme des Revisors möglichst unbeobachtet von Korrespondenten und Diplomaten, insbesondere der BRD und anderen Personen zu realisieren. Eine gezielte Provokation, inszeniert von der Stasi. Ihre Mitarbeiter sind auf jeden Fall unter den Demonstranten. Und dann stand neben mir irgendwann ein Mensch, der halt sich dann als Stasi-Mitarbeiter zu erkennen gab und mit mir ein Gespräch angefangen hat über sein Schicksal, sein Leben, wie das denn nun weitergeht, was passieren könnte, was sein könnte und so. Zur gleichen Zeit beobachtet Ulrich Weiß aus seinem Büro im Inneren des Komplexes die dramatischen Szenen. Auf einmal kam sozusagen eine Unmasse von Leuten mit Kind und Kegel, wie sie durch den Tierpark laufen. Du sitzt da im Käfig und draußen gehen die Leute und gucken da rein und sind doch ein bisschen enttäuscht, dass sie da nun keine Raubtiere sehen. Für mich selbst war es natürlich eine ziemlich heftige Geschichte. Und nicht mal so sehr, weil man da nun, was ich auch hatte, sondern Angst haben konnte, was passiert denn nun, wenn die Masse hier reinstürmt. Hat mich entsprechend angezogen, so dass ich auch als Bürgerbewegter abging und Mütze. Wer ist wer an diesem Abend? Manche der Aktionen wirken seltsam inszeniert. Vor laufender Kamera wird Haus 18 aufgebrochen. Kleine Gruppen von Demonstranten rennen in das Gebäude, verfolgt von der Kamera. Im Inneren beginnen einige von ihnen sofort, die Einrichtung zu demolieren. Ich weiß, in einen Friseursalon mitgegangen. Dann wurden dann die Spiegel zerschlagen und es war sehr viel Glas in diesem Gebäude, was dann zerschlagen wurde. Man hörte das auch schon auf den Stockwerken, auf den Etagen, dass da welche randalierten. Und das ist also nicht mein Bier gewesen, wie man so sagt. Ich bin ungefähr 10 Minuten da drin geblieben, bin dann aber wieder raus aus diesem Gebäude. Einige Demonstranten halten Papiere in die Kamera.
Es sind nur unwichtige Unterlagen wie Formulare für Dienstreisen. Sich in den Westen abgesetzt. Von Überläufern wie Heinz Busch gewinnt der westdeutsche Geheimdienst wichtige Informationen. Auch über das Innenleben der Stasi-Zentrale in Ost-Berlin. Was ist der Hintergrund von den Personen, mit denen wir jetzt zu tun haben? Sind es Angehörige des KGB gewesen? Waren es informelle Mitarbeiter? In welchem Verhältnis standen sie zu den Geheimdiensten? Das waren die das Geschehen und unsere Anstrengungen bestimmenden Fragen. In West-Berlin beginnt an diesem 15. Januar 1990 Andreas Oehler, ein junger Journalist aus Baden-Württemberg, ein Praktikum beim Fernsehsender RIAS TV. Er will dabei sein, wenn Weltgeschichte geschrieben wird. Ich bin nach Berlin gegangen, um am 15. ein Praktikum bei RIAS TV anzufangen. Und ich habe dann am Morgen des 15. in der Redaktionssitzung quasi den Auftrag bekommen, zusammen mit einem Kamerateam zu dieser angeblich so kleinen Demonstration zu gehen. Wie es scheint, ein Routineauftrag. Noch ahnt Andreas Oehler nicht, dass er an diesem Tag Zeuge des Sturms auf die Stasi-Zentrale wird. Große Erwartungen hatte ich nicht, muss ich sagen. Also es hieß auch, da ist eine ganz kleine Demonstration, da kommen ein paar Bürgerrechtler, die wollen dann Mäuerchen bauen und das war's dann. Also mehr kann man da eigentlich nicht erwarten. An der Ostberliner Normannenstraße herrscht zur gleichen Zeit gespannte Ruhe. Über die angekündigte Demonstration diskutieren die Chefs seit Tagen. Nehmen Sie die Leute dazu, auf die Sie sich noch verlassen können. Noch immer wollen sie alles kontrollieren. Irgendwo noch ein Loch offen zu lassen, während fremde Dienste sich bedienen. Unter politischem Druck beschließen sie, die Gebäude zu räumen. Wir müssen unseres tun, sagt das Protokoll. Am Montag, dem 15. Januar, ist das Haus leer. Nicht alle Abteilungen beugen sich diesem Beschluss. Gibt es noch andere geheime Absprachen, die nicht protokolliert wurden? Von da aus gab es natürlich eben dann auch eine Straße, vorstellig zu werden und zu sagen, wir sind jetzt hier mit unserer Kompetenz. Ab jetzt wird jetzt hier die Auflösung unter unserer Regie stattfinden. Berlin hat es bis jetzt noch nicht geschafft, dieses Objekt stillzulegen und dort sind wir ab heute hier. Ja. Verdächtig einfach gelangen die Bezirksdelegierten ins Innere. Offenbar werden sie schon erwartet. Naja, halt. Gut, alle betrachtet das als Ersten. Sie wollen zusammen mit der Führung der Stasi sofort mit der Auflösung des Geheimdienstes beginnen. Kommen Sie bitte. Mit einer der Gruppen aus den Bezirken geht auch Martin Montag ins Innere des Gebäudekomplexes. Der Empfang ist demonstrativ höflich. Die Ansprechpartner von der Staatssicherheit sind auf die Gespräche mit den Bürgerrechtlern gut vorbereitet. Was auch schon wieder mehr also auf der komischen Seite zu notieren wäre, dass die Führung im Hause, also auch der Stab, immer wieder, also wie in der Grundschule, durchgespielt haben. Also die Demonstranten wurden dann begrüßt. Wir haben gehört, dass Sie Fragen haben an das Ministerium. Bitte stellen Sie diese Fragen schriftlich. Die werden morgen früh dem Herrn General zugeleitet. Und Sie können die Antworten dann am nächsten Tag wieder abholen. Also groteske Spiele wurden dort durchgespielt. Man kann nicht mit Guten Tag und mit Briefen und schriftlich und mündlich kann man nicht ein Demonstrationsproblem aus der Welt schaffen.
Um das Demonstrationsproblem zu beherrschen, treffen mittlerweile Volkspolizisten an der Stasi-Zentrale ein. Auf dem Gelände befinden sich nur wenige Wachoffiziere. Aber auch 80 Mann der Auslandsspionage. Gegen alle Absprachen haben sie ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Fragestellung für uns lautete, wie verhindern wir, dass sie in unser Objekt hineinkommen? Manchmal ist das Einfachste das Beste. Wir haben einfach ein Stück Pappe, also in Größe eines Pakets, an die Fenster geklebt, also an den Eingang der HVA, mit der Aufschrift Auslandsnachrichtendienst, streng geheim, betreten verboten. Sie hoffen, dass wütende Demonstranten dieses Verbot beachten werden und nicht in ihre Abteilung eindringen. In dieses Stasi-Gelände rein. Wir wollten das nicht zumauern, sondern wir wollten rein. Und das ist ja ein Widerspruch. Vor dem Stahltor wird es immer lauter. Mittlerweile demonstrieren Zehntausende. Kamerateams sind eingetroffen und beleuchten die Szene. In einer nahegelegenen Wohnung verbirgt sich General Grossmann, der Chef der Auslandsspionage, vor der wütenden Menge. Schöne Scheiße genutzt. Das wird man wohl einer direkten militärischen Aktion nochmal sagen dürfen. Ich selbst und andere mit einem anderen Stellvertreter von mir bin ich in der Nähe in Lichtenberg in einer Wohnung gewesen, die wir noch, wie wir damals das bezeichnet haben, als konspirative Wohnung benutzt haben, die auch noch existierte, also bei befreundeten Bürgern von Berlin. Dort haben wir uns aufgehalten. Nicht nur die Stasi-Spitze beobachtet die Lage. Auch die westdeutsche Gegenseite hat die Ereignisse gut im Blick. In Berlin hatten wir eine Dienststelle, die früher andere Aufgaben hatte, die sie nicht mehr zu erfüllen hatte. Und nun das Geschehen berichtete, unabhängig davon, ob es auf eigenem Augenschein beruhte oder auf Berichten, die ihnen von Verbindungsleuten oder anderen Informanten zugegangen waren. Während sich immer mehr Demonstranten versammeln, spricht Hans Modrow in seinem Amtssitz mit dem jugoslawischen Außenminister. Er bemüht sich, Normalität zu zeigen, wo längst keine mehr ist. Während dieses Gespräches wird mir ein Zettel gereicht, auf dem der Hinweis ist, der Innenminister muss unbedingt sofort mit mir sprechen. Es sind Ereignisse an der Normannenstraße, die er nicht alleine in seinem Vorgehen entscheiden kann. Ich habe gegenüber meinem Gast zum Ausdruck gebracht, dass wir etwas konzentriert die weiteren Gespräche führen sollten. Aber ich habe auch nicht abgebrochen, weil mir das wiederum als eine Unsicherheit erschien, die man nach außen nicht zu demonstrieren hatte. Noch im Gespräch entschließt sich Hans Modrow, möglichst schnell zur Stasi-Zentrale aufzubrechen. In meiner Lauterkeit. Carlo Jordan hat zur gleichen Zeit auch einen Weg in die Kommandozentrale gefunden, gemeinsam mit einem anderen Bürgerrechtler. Wir stiegen dann hier in dem Haus herum und wir kamen dann plötzlich in einen besser beleuchteten Bereich und trafen dort auf den ranghöchsten General der Stadtsicherheit. Er war gerade mit einem Spiegel-Fernsehteam da. Zugange. Im zweiten Programm. Ein Stasi-General wird überrascht von Bürgerrechtlern und Journalisten. Was muss man hier denn vorwählen? Oh, Entschuldigung.
Auch später in der Nacht, als sich der Sturm gelegt hat, halten Ulrich Weiß und seine Kameraden noch weiter die Stellung. Letztlich liegen die Entscheidungen doch bei der Masse der Menschen. Wenn also eine Bevölkerung in einer großen Zahl ihre Loyalität gegenüber einer solchen, weiß ich wie hochgerüsteten Macht, kündigt, es gibt da kein Halten. Ingrid Ohmen geht am Abend dieses 15. Januar zu Fuß nach Hause. Sie ist stolz auf das, was an diesem Tag geschah. Ich habe dann damals auch schon gemeint, wenn wir die geknackt haben praktisch, dann werden sie sich wohl nicht mehr erholen davon. Komitees, Veranstalter der Demonstration vor der Stasi-Zentrale. André Ohmen verfolgt das Ende des Tages zu Hause vor dem Fernseher. Der 15. Januar hat jetzt schon Geschichte geschrieben. Sie waren, soweit noch vorhanden, in gemeinsamer Arbeit von der Militärstaatsanwaltschaft. Ich war natürlich aufgeregt, aufgeputscht und war ab einem bestimmten Punkt aber eigentlich dann auch ganz zufrieden, dass es für mich persönlich so glimpflich abgegangen ist. Und war aber insgesamt ja, durcheinander. Ich habe gedacht, oh Gott, was wird denn jetzt passieren? Also wie sieht denn die Welt ab morgen aus sozusagen? André und Ingrid Ohmen haben die dramatischen Ereignisse zusammengeschweißt. Sie haben geheiratet und leben heute im Westen Deutschlands. Und Christian Halbrock? Für ihn haben sich die Hoffnungen der Revolution nur teilweise in die geheimen Lager der Stasi entdeckt. Lebensmittel, die sie in DDR-Geschäften nie gesehen haben, stehen hier palettenweise. Nicht weit entfernt, in ihrer konspirativen Wohnung, lassen sich die Stasi-Generäle berichten. Per Telefon. Ja. Notizen dieses Abends zeigen, dass die telefonische Meldekette noch funktioniert. Unverändert akribisch erstatten die Wachoffiziere ihren Vorgesetzten Bericht aus der Zentrale. Ja. Trotzdem nutzen, von allen unbemerkt, unbekannte Eindringlinge das Chaos. Vermutlich über eine Verbindungsbrücke von Haus 18 dringen sie in das gegenüberliegende Haus 2 ein. Dort sitzt, streng abgeschirmt, die Spionageabwehr der Stasi. Offenbar gut vorbereitet, steuert der Trupp sein Ziel an. Von diesen Räumen aus wurden Agenten in Geheimdienste des Westens eingeschleust. Die Abteilung hat bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige ihrer Akten vernichtet. Eine Truppe, die ging sozusagen in eine spezielle Abteilung der inneren Abwehr, die aber auch nach der Bundesrepublik arbeiten, hinein. Die wussten offensichtlich ganz genau, wo sie welche Akten rausholen wollten. Vor dem Tor der Stasi-Zentrale trifft gegen 18 Uhr Hans Modrow ein. Ohne Begleitschutz wagt er sich in die Menge. Wir fuhren erstmal in die Masse der Menschen, dann war es nötig auszusteigen, um nicht noch mehr zu provozieren. Mit einer Rede versucht Modrow, die Demonstranten zu beschwichtigen. Ich habe volles Verständnis dafür, dass all jene Dinge die Menschen bewegen, die mit all dem, was Bespitzeln und anderem zu tun hatte, der irrt.
Im Frühjahr 1990 ist Modrows DDR am Ende. Seit dem Fall der Mauer stimmt das Volk mit den Füßen ab und verlässt seinen Staat. Die Wiedervereinigung scheint schon greifbar. Die Wirtschaft ist endgültig zusammengebrochen. An diesem 15. Januar 1990 erscheint André Ohmen pünktlich zur Arbeit im Energiekombinat Berlin. Sein Einkaufswagen provoziert spöttische Kommentare. Was ist das denn? Bist du unter die Rentner gegangen? Ich? Nee. Da gab es also eigentlich von jedem irgendeine Bemerkung. Da habe ich dann aber auch schon das halt so ein bisschen ins Lustige gezogen und hab gesagt, ich will heute Nachmittag die Stasi-Zentrale zumauern. Wir mauern heute die Stasi zu. André Ohmen erzählt seinen Kollegen vom Aufruf zur Demonstration, dem er an diesem Tag folgen will. Nicht alle können das verstehen. Haben gesagt, du spinnst doch. Du bist doch, habt ihr das nicht im Fernsehen gehört? Das neue Forum hat zu einer gewaltfreien Aktion aufgerufen. Ich habe gesagt, da mache ich mit. Und komm doch mit, dann gehen wir zusammen. An der Ostberliner Normannenstraße steht die Zentrale der Staatssicherheit. Auf dem Höhepunkt der Macht dienten ihr 91.000 Hauptamtliche und 173.000 inoffizielle Mitarbeiter. Oberst Mühlner Heinz in Abwesenheit. Die Offiziere des Ministeriums für Staatssicherheit glaubten lange, alles müsse in ihrer geheimnisvollen Welt weitergehen wie immer. Am Morgen dieses 15. Januar 1990 erscheint in der Zentrale, wie seit vielen Jahren, Ulrich Weiß zum Dienst. Er und seine Kollegen sprechen an diesem Tag über die bevorstehende Demonstration. Noch sind es 9 Stunden bis zum Sturm auf die Stasi. Ulrich Weiß, Offizier der Hauptverwaltung Aufklärung, arbeitete in der Auslandsspionage. Er erinnert sich gut an den Tag, als die Stasi gestürmt wurde. Er hatte sich dem Ministerium aus Überzeugung verschrieben. Wir stiegen dann hier in dem Haus herum und wir kamen dann plötzlich in einen besser beleuchteten Bereich und trafen dort auf den ranghöchsten General der Stadtsicherheit. Er war gerade mit einem Spiegel-Fernsehteam da zugange. Im zweiten Programm. Ein Stasi-General wird überrascht von Bürgerrechtlern und Journalisten. Was muss man hier denn vorwählen? Oh, Entschuldigung. Auch später in der Nacht, als sich der Sturm gelegt hat, halten Ulrich Weiß und seine Kameraden noch weiter die Stellung. Letztlich liegen die Entscheidungen doch bei der Masse der Menschen. Wenn also eine Bevölkerung in einer großen Zahl ihre Loyalität gegenüber einer solchen, weiß ich wie hochgerüsteten Macht, kündigt, es gibt da kein Halten. Ingrid Ohmen geht am Abend dieses 15. Januar zu Fuß nach Hause. Sie ist stolz auf das, was an diesem Tag geschah. Ich habe dann damals auch schon gemeint, wenn wir die geknackt haben praktisch, dann werden sie sich wohl nicht mehr erholen davon. Komitees, Veranstalter der Demonstration vor der Stasi-Zentrale. André Ohmen verfolgt das Ende des Tages zu Hause vor dem Fernseher. Der 15. Januar hat jetzt schon Geschichte geschrieben. Stasi kam die Menge nicht heran. Sie waren, soweit noch vorhanden, in gemeinsamer Arbeit von der Militärstaatsanwaltschaft.
Ich war natürlich aufgeregt, aufgeputscht und war ab einem bestimmten Punkt aber eigentlich dann auch ganz zufrieden, dass es für mich persönlich so glimpflich abgegangen ist. Und war aber insgesamt ja, durcheinander. Hab gedacht, oh Gott, was wird denn jetzt passieren? Also wie sieht denn die Welt ab morgen aus sozusagen? André und Ingrid Ohmen haben die dramatischen Ereignisse zusammengeschweißt. Sie haben geheiratet und leben heute im Westen Deutschlands. Und Christian Halbrock? Für ihn haben sich die Hoffnungen der Revolution nur teilweise erfüllt. Auf der anderen Seite merkt man an diesem Tag, dass neben diesem großen Mut bereits der Kleinmut und die Ängstlichkeit und die Verklemmtheit bereits schon wieder. Für die Mitarbeiter ist es Routine, das Aktenstudium über fremde Leben und das Werben neuer Spitzel. Ein Ende war überhaupt nicht vorstellbar. Ich würde eigentlich sagen, für fast keinen vorstellbar, für sozusagen Freund und Feind, innen und außen, auch nicht vorstellbar. Es hätte aber vorstellbar sein müssen, bei all den Dingen, die ich kannte. Heinz Busch ist am späten Vormittag in München angekommen. Der Westdeutsche Bundesnachrichtendienst hat ihn, der am frühen Morgen aus der DDR geflohen ist, aus Berlin einfliegen lassen. Der Apparat war in Auflösung. Das spürt natürlich jemand, der im Apparat arbeitet, dass das eine Sache ohne Zukunft geworden war. Heinz Busch ist einer von vielen, die in diesen Tagen ihr geheimes Wissen dem einstigen Feind erzählen. Hinter den Mauern der BND-Zentrale wartet man bereits auf ihn. Es war zwar weiterhin in Beobachtung, weil man wissen wollte, wohin geht die Reise mit diesen Menschen. Außerdem hatte man ein Interesse daran, MFS-Mitarbeiter zu befragen. Nicht zu aktivieren, aber zu befragen. Da bestand ein sehr großes Interesse daran. Auf der gegnerischen Seite in der Stasi-Zentrale in Ost-Berlin hatte die Führung schon vor Monaten beschlossen, die Spuren ihres Überwachungssystems zu verwischen. Sie will möglichst viele ihrer ungezählten Akten verschwinden lassen. Ich denke, das sollte auch allen nochmal durchgestellt werden. Das ich hoffe. Als es im Herbst 1989 sichtbar wurde, dass es Veränderungen in der DDR geben wird und wir nicht sicher waren, in welcher Richtung es insgesamt sich entwickeln wird, haben wir im Oktober, vor allen Dingen im November dann schon begonnen mit der Aktenvernichtung. Bis zum 15. Januar 1990 haben die Mitarbeiter Akte um Akte geschreddert, mit Hinweisen auf Agenten, Informanten und illegale Operationen. Die Hauptverwaltung Aufklärung, zuständig für die Auslandsspionage, hat schon 2/3 ihrer Bestände vernichtet. Es blieben also nur diese kleinen Büroschredderer, ja, so eine ganz kleinen Apparate, die auch nur die Chefs hatten. Das heißt, es waren auch nicht viel. Da sind wir von einem Raum zum anderen gezogen, haben in der Ecke sozusagen. Eine Überraschung. Im Haus 1, dem Gebäude der Stasi-Leitung, trifft er eine Gruppe von Männern in Polizeiuniform. Einer von ihnen führt Mascolo und sein Kamerateam weiter durchs Haus. Ich kann auch nicht ausschließen, dass einzelne Offiziere der Volkspolizei damals gezielt eingesetzt worden sind, möglicherweise auch von der Staatssicherheit. Es war mir in dem Moment aber auch egal. Ich war ausschließlich auf der Suche nach jemandem, der uns die Türen in der Stasi-Zentrale aufmachen würde. Und dazu taugte dieser Volkspolizist ganz ausgezeichnet. Hier sitzt der Generalmajor Engelhardt. Was macht er? Der löst das Amt auf. Damit hat Georg Mascolo nicht gerechnet.
Kleinen Augenblick mal bitte. Ja, ja. Welche Truppe musst du denn? Ah, mach mal Licht an hier. Ja, guten Abend. Engelhardt ist mein Name. Sie sind für die Auflösung des Amtes zuständig. Also wenn Sie sind gut informiert. Wir haben uns das gerade vor der Tür erst sagen lassen. Genannt. Genannt. Engelhardt. Aber ist natürlich unhöflich. Hier müsste ich die anziehen jetzt. Nein, überhaupt nicht. Wir hatten die Situation ergriffen, ein kurzes Interview mit ihm zu machen. Er erzählte von seinem Tag, er erzählte von dem Sturm selbst auch. Und ich hatte den Eindruck, alle, die mich hier beehrt hatten, waren überzeugt von meiner Lauterkeit. Carlo Jordan hat zur gleichen Zeit auch einen Weg in die Kommandozentrale gefunden, gemeinsam mit einem anderen Bürgerrechtler. Wir stiegen dann hier in dem Haus herum und wir kamen dann plötzlich in einen besser beleuchteten Bereich und trafen dort auf den ranghöchsten General der Stadtsicherheit. Er war gerade mit einem Spiegel-Fernsehteam da zugange. Im zweiten Programm. Ein Stasi-General wird überrascht von Bürgerrechtlern und Journalisten. Was muss man hier denn vorwählen? Oh, Entschuldigung. Auch später in der Nacht, als sich der Sturm gelegt hat, halten Ulrich Weiß und seine Kameraden noch weiter die Stellung. Letztlich liegen die... Eine Dienststelle, die früher andere Aufgaben hatte, die sie nicht mehr zu erfüllen hatte und nun das Geschehen berichtete, unabhängig davon, ob es auf eigenem Augenschein beruhte oder auf Berichten, die ihnen von Verbindungsleuten oder anderen Informanten zugegangen waren. Während sich immer mehr Demonstranten versammeln, spricht Hans Modrow in seinem Amtssitz mit dem jugoslawischen Außenminister. Er bemüht sich, Normalität zu zeigen, wo längst keine mehr ist. Während dieses Gespräches wird mir ein Zettel gereicht, auf dem der Hinweis ist, der Innenminister muss unbedingt sofort mit mir sprechen. Es sind Ereignisse an der Normannenstraße, die er nicht alleine in seinem Vorgehen entscheiden kann. Ich habe gegenüber meinem Gast zum Ausdruck gebracht, dass wir etwas konzentriert die weiteren Gespräche führen sollten. Aber ich habe auch nicht abgebrochen, weil mir das wiederum als eine Unsicherheit erschien, die man nach außen nicht zu demonstrieren hatte. Noch im Gespräch entschließt sich Hans Modrow, möglichst schnell zur Stasi-Zentrale aufzubrechen. Was die Demonstranten dort nicht wissen, der Gebäudekomplex ist schon seit Stunden besetzt von den Bürgerrechtlern aus der Provinz. Hinter dem Tor, neben wenigen Polizisten, will einer von ihnen, Pfarrer Martin Montag, die Lage unter Kontrolle bringen. Wir haben also von drin nur gehört, jetzt werden es mehr Leute, die entsprechende Parolen auch rufen. Es wird lauter mit Hämmern gegen das Tor. Das war für mich emotional schon jetzt genau die umgekehrte Situation. Also so hatte ich es bis jetzt noch nicht erlebt. Ne? Also das, bisher war ich immer nur vor. Jetzt war ich drin und andere waren vor. Wir haben dann eben auch probiert, zunächst mal mit dem Lautsprecherwagen der Volkspolizei Kontakt aufzunehmen, ging aber nicht. Und dann sind wir also nacheinander auf
das Tor versucht haben, drüber zu klettern. Da war auf einmal eine ganz andere Atmosphäre, wo ich dann schon Angst bekommen habe und dann auch geguckt habe, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, sich hier in Deckung zu werfen, wenn es da irgendwie zu Schießereien kommt. Die Situation vor dem Tor eskaliert. Viele wütende Demonstranten wollen rein auf das Gelände der Stasi-Zentrale. Also es waren sicherlich so ungefähr 5, 6 Volkspolizisten, die da mit dabei gewesen sind hinterm Tor. Wir haben uns dann im Grunde genommen geeinigt, das hat jetzt hier keinen Sinn mehr. Die werden sowieso das Tor über kurz oder lang entweder aufdrücken oder dann kommen welche drüber geklettert und machen es auf. Von daher ist es sinnvoller, sich zurückzuziehen. Nach einer relativ kurzen Zeit sind dann Leute auch über das Tor geklettert und die haben dann das Tor von innen aufgehebelt und geöffnet. Und damit war der Weg für alle frei ins Gelände. Gegen 17 Uhr öffnet sich der erste Torflügel. Ein Amateurfilmer dokumentiert den entscheidenden Moment. Da gab es ein Toben, ein Schreien. Und auf einmal ging das Tor auf und dann gab es eine unkontrollierte Flut, wie so eine Springflut in dieses Gebäude hinein, wo alles mitgerissen wurde, was da irgendwo stand. Also wir sind dann auch mitgegangen. Wenige Kilometer entfernt, im Ostberliner Stadtteil Niederschönhausen, tagt noch immer der runde Tisch. Die Vertreter der Opposition erfahren erst spät von den dramatischen Ereignissen. Zum ersten Mal haben sie Zahlen über die wahre Dimension des Geheimdienstes gehört. Sie fürchten, die Waffen der Stasi könnten jetzt gegen die Demonstranten eingesetzt werden. Bis in die 80er Jahre hinein verdoppelte sich der Mitarbeiterbestand auf 85.000. Pistolen und Revolver 124.593. Maschinenpistolen 76.592. Panzerbüchsen 3.537. Flak-MG Kaliber 14,5 mm 342. Was sie dann über den Sturm auf die Stasi erfahren, klingt beängstigend. Und der Paragraph 107. Die Berichte wurden immer bedrohlicher, also es wurde dazu Der Gebäudekomplex ist schon seit Stunden besetzt von den Bürgerrechtlern aus der Provinz. Hinter dem Tor, neben wenigen Polizisten, will einer von ihnen, Pfarrer Martin Montag, die Lage unter Kontrolle bringen. Wir haben also von drin nur gehört, jetzt wären es mehr Leute, die entsprechende Parolen auch rufen. Es wird lauter mit Hämmern gegen das Tor. Das war für mich emotional schon jetzt genau die umgekehrte Situation. Also so hatte ich es bis jetzt noch nicht erlebt. Ne? Also das, bisher war ich immer nur vor. Jetzt war ich drin und andere waren vor. Wir haben dann eben auch probiert, zunächst mal mit dem Lautsprecherwagen der Volkspolizei Kontakt aufzunehmen, ging aber nicht. Und dann sind wir also nacheinander auf das Tor geklettert und haben dann nur noch versucht, verbal mit den Leuten zu reden. Wir wollten eigentlich nur sagen, Leute, es ist schön, dass ihr heute hier demonstriert und dem ganzen Geschehen nochmal Nachdruck verleiht, aber bitte nicht hier rein. Also das ist bereits besetzt jetzt und das, die Auflösung, das machen wir jetzt, weil ihr es eben bis jetzt leider Gottes nicht zustande gebracht habt.
dann ist es total gekippt, als dann auf einmal so ein paar junge Männer an diesem Tor standen und getobt haben, dran gerüttelt und getreten und versucht haben, drüber zu klettern. Da war auf einmal eine ganz andere Atmosphäre, wo ich dann schon Angst bekommen habe und dann auch geguckt habe, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, sich hier in Deckung zu werfen, wenn es da irgendwie zu Schießereien kommt. Die Situation vor dem Tor eskaliert. Viele wütende Demonstranten wollen rein auf das Gelände der Stasi-Zentrale. Also es waren sicherlich so ungefähr 5, 6 Volkspolizisten, die da mit dabei gewesen sind hinterm Tor. Wir haben uns dann im Grunde genommen geeinigt, das hat jetzt hier keinen Sinn mehr. Die werden sowieso das Tor über kurz oder lang entweder aufdrücken oder dann kommen welche drüber geklettert und machen es auf. Von daher ist es sinnvoller, sich zurückzuziehen.